Blankes Entsetzen. Weniger Rente ab Januar 2023. Beitragssatz in der GKV steigt auf 16,2%. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Damit hat wirklich niemand gerechnet. Rekordbeitragserhöhung ab Januar 2023 in der gesetzlichen Krankenversicherung. Von 14,6% geht es hoch auf 16,2%. Damit aber noch nicht genug. Der Zusatzbeitrag wird im Bundesdurchschnitt im Jahr 2023 noch bei 1,3%, ab dem 1. Januar 2023 auf 1,6% erhöht. Also wir haben de facto zwei Beitragserhöhungen. Für viele Millionen Rentnerinnen und Rentner, die wegen der Gas- und Energiepreise sich auf die Rentenerhöhung 2022 freuen, sicher eine Schocknachricht. Bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung besteht eine Lücke von rund 17 Milliarden Euro. Und genau um diese Lücke zu schließen, bringt die Regierung nicht nur die Beitragssatzerhöhung beim Zusatzbeitrag um 0,3 Prozentpunkte auf den Weg, sondern auch der allgemeine Beitragssatz wird auf 16,2% angehoben. Das ist Rekordanhebung. Für viele Rentnerinnen und Rentner bedeutet das ab Januar 2023 definitiv eine geringere Nettorente als im Vergleich zum Dezember 2022. Wer als Rentner in der Krankenversicherung der Rentner versicherungspflichtig ist, muss nunmehr statt 7,3% Kassenbeitrag 8,1% zahlen. Da auch der Zusatzbeitrag im bundesweiten Durchschnitt um 0,3% steigt, fallen hier für den Rentner die Hälfte davon 0,15% mehr an. Das ergibt dann in Summe fast 1% mehr, genau sind es 0,95%. Nur Privatkrankenversicherte wie Beamte, Abgeordnete und Selbstständige kommen ungeschoren davon. Machen wir mal ein Zahlenbeispiel. Wer im Dezember 2022 eine Bruttorente von 1.500 Euro bezieht und in der Krankenversicherung der Rentner pflichtversichert ist, zahlt rund 11% Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrag. Das macht dann eine Nettorente von 1.335 Euro aus, also der Abschlag sind 165 Euro. Ab dem 1. Januar 2023 muss der Versicherte dann statt 11% 12% zahlen und dann liegen wir schon bei einem Abschlag von 180 Euro, das heißt also, seine Nettorente beträgt ab Januar 1.320 Euro, also 15 Euro weniger als einen Monat vorher. Das macht im Jahr 2023 180 Euro Gesamtrente weniger. Das mag zwar auf den ersten Blick nicht viel sein, aber bei kleinen und mittleren Renten wird die Beitragssatzerhöhung auf 16,2% richtig wehtun. Vor allem dann, wenn die Betriebsrenten auch noch höher verbeitragt werden. Lauterbach kündigt Strukturreform an, aber die wirklich richtige Reform des gesetzlichen Krankenversicherungswesens wird es nicht geben. Die einheitliche Krankenversicherung. Viele Millionen Privatkrankenversicherte, davon rund 1,7 Millionen Beamte und Richter, Abgeordnete, sind nicht gesetzlich krankenversichert. Eine einheitliche gesetzliche Krankenversicherung in Deutschland kann für niedrigere Beiträge und damit für höhere Renten sorgen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.